Ja, willkommen zurück zu Let's Play Nerim. In der letzten Folge haben wir festgestellt, dass wir sinnlos durch die Gegend rennen sollten, um ein bisschen zu leveln. In dieser Folge gucken wir mal, ob ich hier schon gewesen bin. Weiß ich nämlich nicht mehr so genau. Okay. Nein, wir waren hier noch nicht, oder? Oder haben die das hier danach wieder zugemacht? Oder ist das weggesprengt worden? Fragen über Fragen. Nee, das hier existiert ja alles noch. War ich jetzt hier schon mal? Mann, ich weiß es wirklich nicht. Also es gab ja zwei Quests. Ich weiß jetzt nicht, welche ich nicht gemacht habe. Ich glaube nämlich, ich habe den anderen gemacht. Ah, wir haben ja jetzt Pfeile gekauft, letzte Folge gerade. Und wir müssen jetzt auf das Schloss da schießen. Okay. Willst du uns angreifen? Ach, wie süß. Hier kriegst du auch ein bisschen was in deiner Größe. Ja, ich liebe es, Tiere abzuschlachten mit Waffen, die ungefähr auf ihrem Niveau sind. Ach, schade, kann man leider nicht noch mehr in kleinere Teile teilen. Naja. Bisschen Rattenfleisch ist ja auch schon irgendwie kultig hier. Warum können wir hier nicht runterspringen? Das würde doch viel mehr Sinn ergeben, als da irgendwie auffällig aufs Schloss zu halten. Naja. Wir gucken mal, ob wir jetzt hier angegriffen werden oder ob jetzt der Dungeon mehr so... jetzt mehr so ein Spaßfaktor ist. Okay, wir haben die Pfeilung wieder durch die Tür da wieder weggemacht. Ah, hier meine Lieblingswassertropfen. Komm schon, tropf ein bisschen. Ja, genau, wenn man hingeht. Ja, hier. Hat man sie kurz gesehen? Ah ja, schön, hier gibt's Goblins. Die uns nicht angreifen. Warum greifen sie uns nicht an? Ganz einfach. Weil wir diesen Trigger da nicht ausgelöst haben. So, wir können uns jetzt eigentlich prinzipiell vor sie stellen. Okay. Komm, schieß den Fall nochmal. Ja, ich hatte fast gezögert, aber... Es war mir dann doch zu blöd jetzt hier extra, wegen so einem Viech da. Bin ich ja hier reingegangen, um ein bisschen zu leveln. Jetzt werde ich das auch durchführen, indem ich einfach alles, was hier lebt, so zum Unleben bringe. Also, mit anderen Worten, abschlachte. Die hier sind sehr lustig, weil... Mann, die... Kann man die nicht one-hitten? Die müsste man noch one-hitten können. Probieren wir es mal mit einem Pfeil. Ja, also ich mache prinzipiell in dem Spiel, habe ich gemerkt, am Ende habe ich, weiß ich nicht, 5 Waffen oder sowas mitgenommen, die ich alle auch verwendet habe. Okay, die laufen hier eher wie so ein Haufen Hühner durch die Gegend. Das bringt denen jetzt aber auch nichts. Außer Schmerzen halt. Ein mutiger Goblin will hier seine anderen Brüder verteidigen, bringt ihm aber nichts. Ja, okay, ist eigentlich nicht für uns geeignet und ist auch ziemlich grausam, was ich gerade mache, aber... Dieser Schädel ist einfach nur kultig. Ich nehme mal so ein Silberdolch hier, um ein bisschen so... Das Rituelle, als die Opfer ich alle jetzt von meinem Gott halte, ich weiß gar nicht, welche das ist. Mir fällt auch gerade keiner der D&D-Götter ein. Nee, wie hieß denn dieser Gott des Ausgleichs? Kelimbor oder sowas? Verdammt, ich habe die Spiele gespielt, aber kann mich nicht dran erinnern. Mann, irgendeiner der Totengötter in D&D gab es da ja einige, die sich dann auch immer gegenseitig abgelöst haben. Ach, wie hieß denn der nochmal aus der Maske des Verräters? Wie hieß denn der nochmal? Naja, okay. Fällt mir jetzt nicht ein. Ist auch nicht so wichtig, stattdessen werde ich jetzt ein paar Goblins schnitzen. Kein Problem für uns, auch wenn es ein bisschen Schwertabnutzung ist. So kann ich wenigstens noch ein bisschen hier meine Macht demonstrieren, also, damit ich nicht als totaler Noob hier rauskomme aus dem LP. Einfach ein paar schwächere Goblins abschnitzen. Sehr ehrenvoll. Wie süß der auf mich eingeschlagen hat, um mich zu töten.
Das fand ich irgendwie süß. Natürlich nehmen wir durch die hier auch unglaublichen Schaden eigentlich. Aber so ein neuer Gegner hätte uns getötet in der Zeit hier. Ich will jetzt hier, kann ich auch mal zeigen, was passiert, wenn ich mal die Schwierigkeit runterstellen würde. Also jetzt fangen wir an mit, weiß ich nicht, 50. Wie dann die Kämpfe da aussehen. Jetzt auch nicht der Unterschied, aber... doch, da hat man es gesehen, was für... Das ist eigentlich... Weiß ich nicht, wie vielfacher Schaden. Und dann können wir jetzt mal auf ganz leicht stellen. Mal gucken, wie da der Kampf dann aussieht. Okay, also das ist schon nicht mehr schön. Deswegen stellen wir die... Nein, nicht Video. Ich möchte Spielablauf, Schwierigkeit 100. Dankeschön. Ja, 5 Minuten oder so schon am Goblin schnetzeln. Okay, da steht das so schön doof rum. Ahnungslos. Nicht darauf vorbereitet, was ihn gleich treffen wird. In den Hinterkopf, um genau zu sein. Und jetzt nochmal den Arsch. Und das ist ihm auch egal. Dafür kriegt er jetzt einen. Wo habe ich den hingeschossen? Oh, das sieht aber jetzt. Das ist doch mal. Na gut, doch nicht. Das muss ich irgendwie ausgleichen. Das ist nicht ganz symmetrisch. Ach, verdammt. Komm schon. Ja, okay. Also ist wirklich nicht ausgeglichen. Ist ja auch nicht so wichtig. Stattdessen... Das können damit nicht alle gewesen sein, oder? Ich meine, wir haben jetzt zwei Genozid... Ja, wie heißt dieses... Wie spricht man dieses verdammte Wort aus? Genozid. Ja, Genozid müsste es sein. Also wir haben jetzt Völkermord an Goblins begangen. Ich weiß gar nicht, ob es da noch welche von gibt irgendwo. Ja, okay, außer in den, na gut, in den stärkeren Gebieten gab es da glaube ich auch noch welche. Wir treffen auch dunkle Ecken von Merim. Für diese dunkle Ecken gibt es aber natürlich auch etwas ganz tolles, neue Erfindung, richtig Fackeln. Bringen aber meistens nichts, weil in den dunklen Ecken auch meistens nichts ist. Dummerweise. Was mich auch ein bisschen stört in... hier hätten wir übrigens einen Sprengsatz hinlegen können. Was mich ein bisschen stört, ist, dass in Oblivion halt, oder Nerim jetzt auch, unter Wasser so wenig eigentlich los ist. Also, ich weiß nicht, ob meine Erinnerungen richtig sind, aber in Morrowind war viel mehr unter Wasser. Also, von der... Warum tauchen hier überall diese Dingsboxen auf? Warum sehe ich die? Also, das ist der Bereich, in den wir treffen sollten. Aber warum sehe ich diese Box? Weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwie die Version falsch. Na, installiert habe ich sie eigentlich richtig, aber vielleicht habe ich irgendwie das Teil irgendwie so beschädigt, dass er mir das jetzt anzeigen möchte. Oder es ist einfach ein Fehler von denen. Wer weiß, wer weiß. Ja gut, nachdem wir diesen Dungeon ja auch aufgeräumt haben, gucken wir uns mal diese Flucht. Ja, ich verfalle wieder in pubertäre Wechselstimmen. Bevor wir die Folge beenden, würde ich mal sagen, gucken wir uns mal diese Seite hier an. Ist das ein Haus? Ja, das ist die scheiß Abtei wieder. Meine Fresse, immer. Alle Wege führen zur Abtei. Ist das da ein Wildschwein? Aber ich denke, ich habe eine Chance gegen Wildschweine. Oh, das war aber ein Volltreffer. Das nicht. Na gut, da kann das Wildschwein noch näher kommen. Ach, eine Bergkatze. Oder ein Gipfeljäger. Weggeflogen, aufgestanden, nochmal gefragt, wer, bin ich tot? Achso, okay, dann muss ich jetzt umfinden. Wir ja. Boah, nein, ey, diese Bonner verfolgen mich ja ewig, ey. Okay, der ist jetzt zwar auch nicht getroffen, aber. Ja, und dann. Komm schon, das ist jetzt aber ein perfekt sitzender in den Kopf. Genau. Okay, der war. Nicht gut. Die machen ja Bewegung, also. Einfach nur lustig. War ja nicht noch ein Wildschwein. Eigentlich. Also ich meine eins gesehen zu haben. Ah, da ist ein Wildschwein. Na, wir müssen nochmal irgendwann rasten wieder. Wo ist denn das Wildschwein da? Okay.
So geht's schneller. Ich hätte das auch aus der Entfernung machen können, aber so sitzt die Pfeile besser und ist einfach cool, sich vorne wild reinzustellen und dann drauf zu halten und dann noch den letzten Todespfeil zu bringen. Verdammt, wir sind im Kreis gelaufen. Okay, verstehe nicht ganz, wo wir falsch abgebogen sind. Ist auch nicht so wichtig. Ich beende die Folge eh an dieser Stelle. Also Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.